Hallo allerseits und herzlich willkommen. Jenny Hendrix und Ted Kaplan, die zwei kennt ihr schon von ihrem Buch I'm Pregnant. Jetzt haben die beiden ein neues Buch rausgebracht, nämlich Rettet Steve und die Welt. Auf Englisch heißt das Buch einfach nur Save Steve und übersetzt wurde es von Katrin Stier. Es geht in dem Buch im Prinzip um drei junge Menschen. Einer von ihnen hat Krebs und zwei stehen auf die gleiche Person. So. Das ist so ein bisschen die Ausgangsposition. Wir haben Steve, wir haben Cam und wir haben Kaya. Steve hat Krebs und er ist ultra beliebt und mit Kaya zusammen. Was Cam nicht so cool findet, weil Cam auf Kaya steht. Cam und Kaya haben im letzten Sommer ganz viele Protestaktionen zusammen organisiert. Sie sind so richtig krasse AktivistInnen durch und durch und verbringen quasi jede freie Minute damit, Petitionen gegen das Riesenaquarium mit einem lebenden Hai zu machen, Sand von Müll zu befreien, gegen Lebensmittelkonzerne zu demonstrieren, keine Ahnung. Sucht euch irgendwas aus, irgendein Problem bezüglich der Umwelt, was es wohl geben könnte, und die beiden würden wohl was dagegen machen. Genau. Und dass Kaya und Steve zusammen sind, passt auch erstmal auf den ersten Blick nicht so richtig, weil Steve, er recycelt nicht, er setzt sich für nichts ein, er trinkt, er schmeißt Partys, also wie passt das zusammen, fragt sich auch Cam. Und Steve denkt sich so, lass mal Cam richtig hart ausnutzen. Denn er weiß, dass Cam auf Kaya steht. Und als Cam dann eine Petition ins Leben ruft, oder besser gesagt so eine Spendenkampagne, Save Steve, also rettet Steve, spielt Steve mit, aber das Ganze zu seinen eigenen Regeln, sodass das, was eigentlich dafür gedacht war, dass Cam Kaya beeindruckt und Steve Kaya eventuell ausspannt, sehr, sehr schnell extrem demütigend für Cam wird. Er muss sich zum Beispiel in einem dieser durchsichtigen Fußbälle, die kennt ihr vielleicht, wo man so als Mensch rein kann, über ein Feld schießen lassen, oder auch in sehr peinlichen Outfits, für ihn peinlichen Outfits zur Schule gehen etc. pp., um nicht zu viel vorwegzunehmen. Die große Frage, die man sich jetzt natürlich stellen könnte, wenn man all das weiß, wird Cam Kaya kriegen? Wird Steve den Krebs besiegen? Ist Steve wirklich so ein Arsch, wie er immer tut? Und was sagt Kaya überhaupt dazu? Will sie überhaupt was von Cam? Und wieso, weshalb, warum ist sie eigentlich mit Steve zusammen? Genau. Das sind so ein bisschen Fragen, die sich im Laufe des Buches stellen, aber zum Beispiel auch die Frage, wie ernst es Cam und Kaya mit ihrem Aktivismus ist, was ihre Motivation dahinter ist, sich so krass zu engagieren. Und tatsächlich muss ich sagen, im Laufe des Buches hatte ich immer wieder das Gefühl, dass ich ja fast schon ein bisschen lustig gemacht wird über Leute, die sich super krass engagieren. Und als wir dann so ein bisschen Hintergründe bei Kaya erfahren, wie sie sich mit ihrem Aktivismus fühlt und so weiter, habe ich dann auch zwischendurch so das Gefühl, okay, was soll mir das jetzt sagen als Mensch, der sich politisch aus Überzeugung engagiert? Ich kann euch an der Stelle natürlich nicht zu viel verraten, weil ich dann damit was vom Buch spoilern würde. Aber ich finde es tatsächlich einen super schwierigen Grad und klar, man muss seine Jugend auch genießen und alles. Aber ich finde halt nichts falsch daran, seine Freizeit eben auch für Aktivismus zu nutzen, und wenn es das ist, was einen glücklich macht, okay, go for it. So, wenn es einen nicht glücklich macht, dann soll man es sein lassen. Das ist jetzt so meine Meinung. Und die beiden werden schon, also Cam und Kaya werden schon als sehr krasse AktivistInnen dargestellt. So dass ich auch das Gefühl hatte, dass das so manchmal überzeichnet wurde. Und ich meine so, man sagt ja auch immer wieder so, ja, Generation Greta, die Generation Fridays for Future. Das wird ja halt auch oft irgendwie so ein bisschen belächelt. Und an manchen Punkten hat mir das Buch tatsächlich auch das Gefühl gegeben, was ich so ein bisschen... Also ich persönlich fand das nicht so cool, weil ich es tatsächlich mega stark finde, dass es so viele junge Menschen gibt, die sich engagieren. Und natürlich ist das auch ultra zeitaufreibend. So, aber jetzt habe ich mich lang genug an dem Punkt aufgehalten. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Als ich den Klappentext gelesen habe, hätte ich gedacht, dass das ganze Buch aus Steves Perspektive erzählt ist. Es ist aber tatsächlich aus Cams Perspektive erzählt, mit dem ich persönlich auch nicht so richtig was anfangen konnte. Er war halt so diese typische Loser-Figur, die man in vielen Highschool-Büchern und Filmen so hat. Und es war halt einfach, wie auch bei Steve und Cam, bis zum
Stereotypen hin fast schon überzeichnet. So, und deswegen fand ich die Figuren auch nicht so als Identifikationsperson richtig zugänglich. Die machen zwar alle im Laufe des Buches eine Entwicklung durch, so, und werden dann auch ein bisschen anders, als sie zu Beginn des Buches sind, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es manchmal einfach zu viel ist, so, dass sie zu extrem sind. Ja, und so diese ganze Geschichte zwischen Cam und Kaya und Steve und Kaya und wie Steve das dann ausnutzt von Cam, also so ein bisschen angedeutet wurde es ja schon, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sich halt so ausgestaltet. Das heißt, ich habe irgendwie ein bisschen was anderes erwartet, als ich am Ende bei diesem Buch bekommen habe. Das ist natürlich nicht immer der beste Ausgangspunkt für eine gute Bewertung. Und dass ich die Figuren eher so naja fand, ist auch nicht so super. Ich muss tatsächlich sagen, Unpregnant fand ich sehr, sehr viel besser, weil ich es glaubwürdiger fand, weil ich es... Ja, ich hatte weniger das Gefühl, dass ich über Menschen lustig darin gemacht wird. Ich hatte einfach das Gefühl, dass Rettet Steve halt auch ja, also generell sehr, weiß ich nicht, sehr ungnädig mit den Personen auf jeden Fall. Ich glaube, ungnädig kann man in dem Fall sagen. Und das hat mir so nicht wirklich gefallen. Also ich habe das Buch gelesen und mir dann wirklich schon nach ein paar Seiten gedacht, na, ob das was werden kann. Und so richtig den Moment, an dem ich mir dachte, wow, das Buch ist cool, hatte ich das ganze Buch über nicht. Also tatsächlich hat mich das Buch so ein bisschen enttäuscht und deswegen muss ich diese Rezension auch nicht weiter in die Länge ziehen. Den Stil fand ich in Unpregnant ein bisschen besser als in Rettet Steve. Ich fand den Plot bei Unpregnant einfach viel besser. Ich fand die Person glaubwürdiger, ich fand sie menschlicher und ich fand sie zugänglicher. Genau, ja. Und das hat mir halt bei Rettet Steve und die Welt halt so ein bisschen gefehlt, ja. Das alles führt zu einem bronzenen Bücherengel, weil das Buch ist jetzt nicht ultra schlecht und ich konnte schon noch lesen so. Aber wirklich Spaß hat es mir leider nicht gemacht. Das ist sehr, sehr schade und ich weiß auch nicht, wenn die nochmal ein drittes Buch rausgeben, ob ich es dann lese oder nicht, in der Hoffnung, dass es dann wieder eher wie Unpregnant ist oder ob ich dann eher befürchte, ob es wie Rettet Steve wird. Mal sehen, das bleibt abzuwarten, hängt dann aber auch wahrscheinlich vom Plot ab. Und lasst mich jetzt mal super gerne wissen, was ihr über das Buch denkt, über diese Rezension, ob euch dass es eher neugierig gemacht hat oder abgeschreckt hat. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber in dem Sinne, bleibt fit, munter und gesund und bis zum nächsten Mal.